Ja, da fangen schon die Albträume an. Von Streckbänken. Die zum Glück einfach verschwinden, wenn wir durchlaufen. Und ja, wir können von diesen Aschefiguren das Gefäßfleisch, was noch intakt ist, abnehmen. Scheiterhaufen. Geh weg. Dadurch zerfallen sie aber zu Asche. So. Diese mit seltsamen Glyphen bedeckte massive Struktur besteht aus Stein, Adra und Kupfer. Die Luft um sie herum vibriert mit ungewöhnlicher Kraft. Mhm. So, dann sammeln wir hier noch die Frühlingsbeeren auf. Und sind hier draußen eigentlich schon fertig. Hat sie doch irgendwas hier verändert? Ja. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen befallen hat. Es ist etwas Neues, vielleicht ein Leiden des Verstandes. Mit etwas Glück gibt es in Golta jemand, der weiß, was zu tun ist. Mhm. Und ja, die Enzyklopädie, da könnten wir auch irgendwann mal reinsehen. Da gibt es gerade solche Sachen. Oh, die Weißmark zum Beispiel, das ist was Neues. Aber gerade solche Sachen wie Orte wie Dyrwald, Reich Indir, Valiadische Republiken. Read Service müsste auch irgendwo hier sein. Ah, Read Service ist beim Wissen. Hm? Ja, Ausrüstung. Festung, Lager, Zauberbindung. Ich glaube, das ist alles noch gespeichert teilweise. Eotas. Ja gut, aber vielleicht irgendwann mal ein bisschen in der Enzyklopädie stöbern. Wir wollen ja jetzt erstmal weiterkommen. Ja, knister hier nicht so rum. Also, von Zieland Lies führt uns unser Werk erstmal ins Talholz. Das sind 6 Stunden Reise. Und dort machen wir dann mal unser Level ab. Also erstmal werde ich da ein Zwischensave machen. Ja, wir sind schon große, haben schon eine große Erschöpfung. Das macht minus 20 Genauigkeit. Und minus 25% maximale Ausdauer. So, hier speichere ich erstmal. Also nur ein Zwischensave. Das ist jetzt LP 001a. Speichern wir. So, dann machen wir unser Level up. Alles in Mechanik rein. Ja, ich will die 3 Punkte Mechanik, weil Athletik haben wir schon 3. Wissen haben wir 2. Überleben können wir beim nächsten Level Up dann steigern. So, und jetzt haben wir sehr viel Zeug. Beschwörung des Dichters. Okay, Erholung des Veterans. Das ist irgendwie ein Bug, oder? Oder sind das Main-Charakter-Talente, die jetzt mit Weißmark hinzugekommen sind? Weil das kommt mir alles nicht bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Wie Geschosse des Taschenspielers. Ja, und die Erholung des Veteranen, das klingt nach Kämpfer. Ja, das klingt so, als ob wir bestimmte Sachen einfach so mit benutzen können. Unbelasteter Glaube. Also ja, die oberen scheinen die Paladin-Sachen zu sein, die wir nehmen könnten. Offensiv hat sich nichts geändert, defensiv eigentlich auch nichts. Waffe und Schild. Und Unterstützung eben. Unterstützung ist eigentlich meiner Meinung nach das meiste. Viel zu situationsbedingt. Außer vielleicht hier schneller Läufer, Wundpflege und Feldlazarett. Schneller Wechsel, das ist bedingt nützlich, weil so oft wechseln wir die Waffen nicht, aber gerade die 4 Sachen, die eigentlich nur bestimmte Schadensarten verringern, also Schadensreduktion gegen eine Schadensart machen und aber dafür und auch durch den Schaden erhöhen, ist bedingt nützlich. Stellung halten ist eher was für Krieger, wobei geht eigentlich. Das hier ist dann eher was, die Rettungswürfe Sachen. Waffe und Schild und anmutiger Rückzug, Verteidigung beim Zurückziehen, Waffe und Schild. Ja. Ja, offensiv könnten wir theoretisch... Wo ist es denn? Was? Ja, Bauer müssten wir nehmen, um Speerboni zu kriegen. Größeres Handauflegen. Dadurch können wir mehr Ausdauer heilen. Unbelasteter Glaube erhöht meine Abwehr und alle Verteidigungen außer Abwehr. Tiefer Glaube. Unbelasteter Glaube. Ach so. Wodurch Reputation negiert werden, die sich negativ auf Glaube und Überzeugung auswirken. Modifiziert Glaube und Überzeugung. Ah. Und das hier verbessert Glaube und Überzeugung. Mhm. Wenn der Paladin Handaufleger auf einen Verbündeten einsetzt, erhält der Verbündete einen Abwehrbonus. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal tiefer Glaube machen, dass meine Abwehr sich erhöht. Oder ich würde den Bauer machen, damit ich erhöhte Genauigkeit für den Speer kriege. Ich glaube, ich mache die erhöhte Genauigkeit für den Speer lieber erstmal. Da ich ja ein Schild trage, ist die eh nicht ganz so gut. So, jetzt ist die mal auf 17. Yes. Und wenn ich den Schild ablege, ist sie sogar noch etwas höher. So, ich habe jetzt 3 Rastvorräte, also bin ich fast am Limit. Ich könnte jetzt also einfach rasten, aber brauche ich doch nicht. Hier in Talholz. Weil wir eh in Goldtal rasten müssen. Ja, und überall sehen wir Schatten umherlaufen. Wobei du kein Schatten bist, du bist wirklich da. So. Du könntest etwas lästiger werden. Aber du gehst doch. Wir treffen zwar immer, machen aber nicht so viel Schaden. So. Hm, ich nehme mal den kleinen Schild mit an mich. Und da sind Silberluske. Die im weitesten verbreitete valiadische Münze im Dyrwald ist der Silberluske. Fisch, die ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Schuppen eines Fisches trägt. Und jeder davon ist 3 Kupferpfand wert. Ist ja schon mal etwas. So, ich wechsle mal den Schild. Lieber gehe ich meine Abwehr um 4 runter, dafür habe ich aber 4 Genauigkeit mehr. Jetzt machen wir mal einen Quicksave, weil wir haben hier gleich einen etwas härteren Kampf, den ich noch in Erinnerung habe. Als er dich kommen hört, schaut der junge Zwerg, der den Eintopf kocht, erschrocken auf. Er lässt seine Schöpfkelle fallen und verschmutzt dadurch Eintopf auf den Boden. Was? Der Mann dreht sich um. Schnappt sie euch, ihr Hunde, und sorgt dafür, dass unser neuer Koch nicht durchbrennt. Hilfe, bitte hilft mir arg. Einer der Banditen gibt Tenfrid im Vorbeigehen einen Tritt, worauf er sich zusammenkauert. So, erst den Banditen, erst den Banditen. Oder war es erst der Gesetzlose? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall erstmal heilen. So, zum Glück können wir uns oft genug heilen. So, jetzt die Bogenschützin weg. Immer auf beide Lebenspunkte unten achten. So. Jetzt ist der Gesetzlose dran. Wir heilen uns aber mal mit Hand auflegen. Ja gut, das ist wohl wirklich nur auf schwer so, dass hier einer dabei ist, der sich heilen kann. Also der die Fähigkeit hat, sich während dem Kampf mit dem Hot zu belegen. Was wirklich nervig war auf schwer. Wenn man nicht gerade Jäger ist. So, jetzt können wir wieder den guten Schild anlegen. Kupferstücke, das sind normale Kupferstücke. Und da sind wieder Silberlusken. Und 12 Drogen also. So, dann reden wir mal mit Tenfrid. Welcome. Bei der Flamme, danke, danke. Ich dachte, ich müsste diese ignoranten Wiesen für den Rest meines Lebens bekochen. Oder halt, bis sie meiner überdrüssig würden. Ich muss zurück nach Hause. Ich hoffe nur, dass sie noch keinen Ersatz für mich verpflichtet haben. Der Zwerg sieht fassungslos aus. Hör mal, wenn du das nächste Mal in Goldheim bist, dann schau doch mal im schwarzen Hund vorbei. Ich werde Paska berichten, was du für mich getan hast. Sie wird sich dann bestimmt eine Gegenleistung einfallen lassen. Oh, das wird schön, wieder an meinem Herz zurück zu sein. So, Golta hat sich verbessert und wir haben eine Quest angenommen. Die Schenke zum schwarzen Hund in Golta hat ihren geliebten Koch verloren. Tenfrid war dankbar, dass ich ihn aus der Gefangenschaft im Banditenlager befreite. Er schlug mir vor, mich mit der Schankwirtin der Schenke zum schwarzen Hund in Golta zu unterhalten, die in einer besseren Position sei, mich für meine Bemühungen zu entlohnen. Mhm. Ja, das ist alles jetzt ausgegraut, weil wir den neuen Abschnitt... Ich habe das Talholz erreicht. Das Dorf Goldtal liegt direkt vor mir. Mhm. Vision und Geflüster, da hat sich nichts geändert. So, das heißt, wir können uns hier erstmal noch umgucken. Ein AK zusammen mit jede Menge Fleisch und Geflügel. Bis auf ein paar beschmutzte Feldbetten und den Gestank ungewaschener Körper ist dieses Zelt leer. So, hier sind aber noch mehr Kisten mit Gemüse und so. Die haben ordentlich was geklaut, die Räuber hier. So, den Typ da oben können wir ruhig liegen lassen erstmal. Bei dem Platz hier ignoriere ich auch erst einmal. Da kann ich mich nämlich noch daran erinnern, dass da ein paar viele Wölfe sind. Nach Gearnsgriff im Nordwesten, nach Goldtal im Süden. Ja, wir haben also die Straße endlich wieder gefunden, die richtige Straße. Und hier steht noch jemand. Verdammtes Teil, komm schon. Der scheint Probleme mit seinem Zelt zu haben. Hallo. Dieser Mann scheint eilig dabei zu sein, sein Lager mit schnellen, ruckartigen Bewegungen abzubauen. Als du dich näherst, schaut er mit angespanntem und erschöpftem Gesichtsausdruck zu dir auf. Sei gegrüßt, sagt ein wenig außer Atem. Auf dem Weg nach Süden, was? Er wischt sich die Stimme ab und wendet dir sein Gesicht zu. Ich glaube, je eher du aus diesem Wald herauskommst, desto besser. Unsere Karawane wurde angegriffen. Ich habe versucht, nach Goldtal zu gelangen. Vergiss den Wald. In den Ruinen weiter nördlich gibt es eine seltsame Maschine. Diese schwarz gekleideten Gestalten führten dort eine Art von Ritual aus. Warum hast du es denn so eilig? Ich bin auf der Durchreise, ich möchte Goldtal erreichen. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute, so wird man sie dir abschlagen. Unsere Karawane wurde angegriffen. Dumm gelaufen, tut mir leid, das zu hören. Ab hier solltest du auf keine Probleme mehr stoßen. Goldtal kannst du gar nicht verpassen, wenn du dich an die Straße hältst und weit zu laufen hast du auch nicht mehr. Aber danach solltest du dich von diesem Ort fernhalten. Wir wurden nördlich von hier gerade erst angegriffen. Ich und einer meiner Freunde. Wir kamen hier heraus, um Jagd auf Hirsche zu machen. Stattdessen sind wir auf einen Berg gestoßen. Ein riesiges, monströses Ding. Und Perli, er hat es nicht geschafft. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich seiner Frau sagen soll. In jedem Fall hat mich dieser Weide ein Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor er sich noch etwas nimmt.